Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Ich vergesse ja nicht den Namen, das ist doch nicht wahr. Wir mussten mit Kukubuki reden, denn der hat eine neue Quest für uns. Was will Kukubuki denn? Nils trinkt gerade Cola. Ja, Melanie, ja, die Aura der Macht, die dich umgeht, ist deutlich spürbar. Das grelle Licht fängt an, mich zu blenden. Hast du denn beim letzten Mal nicht total fiepsig und sowas gesprochen? Ja, ach, die ändern ständig ihre Stimme. Okay. Deine heutige Lektion wird von Kokobani unterrichtet. Geh zu ihm und höre dir etwas aus dem Kapitel der Gefährten des Mangels an. Die Gefahr des Mangels an. Leck mich. Alter, nicht mal vernünftig sprechen kannst du. Heute ist es die Gefährten des Mangels. Leck mich. Moment. Da war eine kurze Unterbrechung, aber das habt ihr wahrscheinlich hoffentlich nicht richtig gemerkt. Doch. Nee. Hassen dich dafür. Ja, egal. Ich freue mich gerade eher, wir haben beim letzten Mal ja den jüngsten Bruder von denen kennengelernt und der ist abgehauen. Machen die sich keine Sorgen um den? Nein. Okay. Gut zu wissen. Kokobani. Aha, nun, Melanie, du bist also gekommen, um etwas von dem drittältesten Bruder zu lernen, wie? Ich kann dir ja jedoch versprechen, dass deine Ausbildung nicht drittklassig sein wird. Ja, der war schlecht, der kam flach. Lass uns mit einem Auszug aus dem zweiten Kapitel beginnen, ja? Bist du bereit? Nicht noch einmal kurz für kleine Mädchen? Nun denn. Oh, doch, wenn du es gerade ansprichst, okay. Moment, ich gehe mal eben kurz aufs Klo. Nein, natürlich nicht. Die Gefahr des Mangels. Oh, welch unbarmherzige Macht wir doch befehligen. Flammen verschlingen, Eis gefriert und Blitze fahren durch angsterfüllte Körper unserer Feinde. Aber, Herrje, die Verzweiflung, wenn der Quell versiegt. Die Flammen verlöschen, das Eis schmilzen, die Blitze versprühen keine Funken mehr. Kenne diese Gefahr und bedenke die Grenzen deiner sterblichen Hülle. Okay. Ein schrecklicher Gedanke, nicht wahr? Eine Thaumaturgin, die ihre arkanen Reserven aufgebraucht hat, ist nichts weiter als eine Frau mit einem Stock und einem lustigen Hut. Also eine Hexe. Eine alte, verschruppelte Hexe. Für uns Magier ist die ätherische Energie in unseren Venen unser Lebensblut. Sollte uns diese wertvolle Ressource im Kampf ausgehen, sind wir so gut wie tot. Ach, wie schön. Um die Kosten deiner Macht zu kontrollieren, musst du einen Sinn für das ätherische Gleichgewicht entwickeln. Die Waage kann sich in eine von zwei Richtungen neigen, Licht oder Schatten. Ich bin für Licht. Wenn dein Geist in der Schattenrichtung neigt, wird deine Taumaturgie von einem Zustand namens Schatteneis beeinflusst. Die Stärke deiner Sprüche nimmt ab, aber sie erfordern auch weniger Energie. Aber die andere Seite nimmt die... Auf der anderen Seite nimmt die Stärke deiner Zauber im Zustand Lichtfeuer zu. Allerdings zu einem erhöhten Preis an ätherischer Stärke. Ich hab Schluck auf. Oh. Nun, da du das Konzept des ätherischen Gleichgewichts und effektive Zaubermethoden kennst, bitte ich dich, 8 Molche zu erschlagen. Und bitte versuche, wenn möglich, am Leben zu bleiben. Es schadet meinem Ruf, wenn einer meiner Schüler im Leichensack zum Ossarium zurückkehrt. Okay. Lolita Kuba. Das ist ein wunderschöner und einfallsreicher Name. Hast du jetzt eigentlich das mit der Hose gefunden? Hä? Da hat's keinen Partner aufgenommen. Nee, ich hatte keinen Partner aufgenommen. Ach, nein, jo, wir haben okay. Keine Hose. Ach, jo, okay, ich dachte, du hättest noch ein Part aufgenommen. Nein, ich glaube, wir kriegen auch keine Hose mehr. No. Das heißt, dann musst du eine kaufen. Ja, musst du eine Hose kaufen. Was total beschissen ist, aber anders kriegt man echt keine. Dexafree. Und immer noch kein Stalker, man, ich vermisse einen Stalker. Noch. Die war lustig. Du musst mir gleich nochmal erklären, wie das jetzt geht mit den Klamotten und so. Du ziehst sie an. Ich meinte hier, dass ich die hier irgendwie hier... Gehst zum Händler und kaufst sie? Ich meine mit meinem anderen Charakter. Ach ja. Ich will das Brautkleid für immer und ewig tragen. Ja, ich habe das auch noch nicht ganz durchblickt. Das Problem ist, du brauchst dafür auch effektiv einen hochleveligen Beruf und du weißt, wie sehr ich meine Handwerker bisher gelevelt habe. Ja, oder ich. Mir ist die Stufe 5 Gärtner.
Mit irgendeinem anderen Charakter bin ich, glaube ich, Stufe 2 Goldschmied. Ich bin Stufe 5 Gärtner und Stufe 4 Weber. Bin ich Stufe 6 Gärtner? Gärtner bin ich auf jeden Fall relativ hoch. Toll. Ich weiß nicht, es hat irgendwas Hypnotisches, einfach bloß durch die Gegend zu rennen und Holz zu hacken. Toll. Was irgendwie seltsam ist, dass man als Gärtner Holz hacken geht. Ja, minus 6 und minus 13, wie viel gibt der? Plus 5, plus 10. Ja, was ihr hier gerade seht, Melanie hat einen Hut, eine Robe, die keinen Hut erlaubt. Genau. Es gibt auch, was ist eher, also das ist eher bei den Magierklassen, bei den Klassen wie beispielsweise im Krieger gibt es teilweise Rüstungen, die keine Schuhe erlauben. Echt? Ja. What the fuck? Wo müssen wir dafür hin? In die Nähe vom Kohlenstaubbahnhof, okay. Seht ihr mal, das wusste Melanie auch noch nicht. Was? Das ist nee, das wäre ich spiele nicht diese Klasse, von daher. Wie kannst du diese Klasse nicht spielen? Welche war das jetzt nochmal? Was? Welche Klasse war das? Bei, nein, insgesamt bei den schweren Rüstungen. Ich weiß das auf jeden Fall vom Krieger. Achso. Also Krieger, Krieger, Paladin. Ja, okay. Dunkelritter. Okay. Ich weiß nicht, ob die Pikeniere die auch tragen. Ich habe noch nie einen Charakter mit schwerer Rüstung gespielt, deswegen. Du hast noch nie einen Pikenier gespielt? Nein. Dunkelritter? Nein. Wie gesagt, noch nie. So, Magier. Ich brauchst ja bloß eine Level 5 Horde. Ja. Ich guck gerade, wo sind denn hier die Hosen? Da. Habe ich einen Gürtel? Ja. Ist die Level 5? Ist ein Level 8 Gürtel. Gut. Also, ach, das ist Stufe 5, das ist super. 8, 11. Yep, mir fehlt nur die Hose. Krieger. Da. Kaum hol ich die. Yay, sie hat eine Hose gekauft. Yay. Wäre natürlich schöner, wenn wir eine vernünftige Hose gefunden hätten, aber das ist manchmal echt so das Problem und so kann man das an sich lösen, damit man mit einer Quest weiterkommen kann. Und man kann ja dann später noch eine gute Hose finden oder sich selber anbasteln. Und so schlecht ist sie ja nun auch nicht. Auf jeden Fall besser als das, was wir haben. Ja. Und das ist ja schon mal was. Yep. Ich geh grad. Oh, habe ich dich angesteckt? Ja. Du bist schuld. Tut mir leid. Und zwar aber auch noch zu gehen. Sie schlafen die Zuschauer ein, finden das langweilig und dann gibt es erstmal 1000 Dislikes. Entschuldigung, aber ich bin echt müde. Ich weiß auch nicht warum. Der Kanal wird deabonniert. Ach was. Könnten ja ruhig mal ein paar mehr Leute wieder abonnieren. Wir machen nur eigentlich. Was hat der immer noch gegen mich? Was? Ach nee, das wird dann, glaube ich, das geht dann, glaube ich, weg, wenn ich mit dem rede. Ja, geh mal zu dem hin, wegen der Infektion. Ich weiß nicht. Ach, ich weiß, was er gegen dich hat. Seine Robe. Du trägst keinen Stufe 5 Hut. Oh mein Gott! Alter! Du musst in allen Slots einen Stufe 5 Gegenstand haben. Das heißt, du musst deine alte Robe wieder anziehen, den Hut aufziehen und gut ist. Sache erledigt, danach kannst du die wieder anziehen, aber der will halt unbedingt diese Stufe 5 Gegenstände sehen. Ja, von mir aus. Ich meine, das ist wirklich bloß, um Spielern zu zeigen, ja, hier so mit Rüstung. Ich hätte es auch ein bisschen besser gefunden, hätten da vielleicht mal so die Gegenstandstufe erklärt, aber bis Level 50 ist eigentlich die Gegenstandstufe gleich der des eigentlichen Levels. Eigentlich wollte ich nicht, dann ab Stufe 50 ändert sich das, ja. Dann geht's nämlich hoch bis 120 und ab da gehen dann die 60er wieder weiter. Und da ist, glaube ich, habe keine Ahnung, wie hoch gerade das höchste ist. Ich meine irgendwie der droppt Level 175, Gegenstandstufe 175 Waffen. Glaube ich, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so weit.
Ich sau nicht. Ich sowieso nicht. Bräuchte ich Freunde und eine Stammgruppe. Was? Bräuchte ich Freunde und eine Stammgruppe. Oh. Mit denen man raiden kann. Und Zeit. Viel Zeit. Zeit hast du im Moment nicht. Richtig. Der Nils muss bald seine Prüfung lernen und seine Bachelorarbeit. Richtig. Was er eigentlich schon längst hätte man machen können. Aber mir steht ja alles auf dem letzten Drücker auf. Du willst alles auf den letzten Drücker aufschieben. Die muss im August fertig sein. Das heißt, am 3. August ist Abgabe. Das heißt, ich würde am 2. August anfangen. Das wäre auf den letzten Drücker. Okay. Für mich ist das schon verdammt viel lange vorher angefangen. Gib aber trotzdem zu, dass du sehr spät anfängst. Nein. So. Das ist effektive Arbeitshaltung. Nein. Hey, dieses Semester habe ich das aber relativ gut durchgeplant, mit wann ich was mache und dass alles perfekt passt. Und dann denkt man eine Klausur, wo man felsenfest der Meinung war, sie wäre die Woche später. Das sind doch die Woche davor. Tja. Warum? Weil deine Professoren dich hassen? Ja. Ganz ehrlich, normalerweise sind eigentlich fast immer alle Klausuren direkt in der ersten vorlesungsfreien Woche. Die will wohl früher Urlaub machen und macht das deswegen in der letzten Woche. Tja. Naja, der einzige Vorteil dahinter ist, dann habe ich danach direkt an zwei Tagen hintereinander Klausuren, dann habe ich mehr Zeit für die zu lernen. Weil ich dann quasi zwischen den beiden Klausuren 10 Tage Zeit habe, zwischen der ersten und der zweiten Klausur 10 Tage Zeit habe. Na. Dann ist die ja schon mal weg. Das ist ja sich schon mal ein bisschen besser, aber... Ich bin nur noch da rausgekommen, Mann. Insgesamt, ich bin nicht so, ganz ehrlich, so Klausuren und das alles, das ist irgendwie nichts für mich. Ja, deswegen lernst du auch immer auf den letzten Drücker. Ja. Okay, eigentlich ist Lernen nichts für mich. Ja. Ansonsten, wenn Klausuren und so nichts für dich sind, warum nochmal willst du Lehrer werden? Damit ich die Klausuren stelle. Duh. Wenn du so insgesamt keine Klausuren magst, dann möchtest du auch keine stellen, mein Lieber. Nein, Klausuren, dass ich die erfüllen muss, das ist nichts für mich. Ah. Ich möchte doch andere an meinem Leid ergötzen. Ich möchte mich doch an dem Leid anderer ergötzen. Du bist so ein Arsch. Nein, an sich. Ganz ehrlich, ich habe wirklich auch an sich so großteils mit Klausuren nicht so sehr das Problem, ne? Hm. Nur einfach wie das ganze Bildungssystem ist. Das ist mein Problem. Aha. Weil es nur irgendwie in den Klausuren darum geht, ja, ich habe dann da irgendwie monatelang Zeit und ich setze mich hin und lerne monatelang bloß alles blöd auswendig. Und dann schaffst du die Klausur. Ja, nach der Schulzeit hast du sowieso wieder alles vergessen. Ja, und vor allem, ich finde vor allem, wenn du so überlegst, wenn jetzt jemand da ist und der setzt sich, weißt du, so beim Abi, der setzt sich da hin und lernt die ganze Zeit. Ne? Ja. Und würde ein Abi mit 2,8 machen. Ich bin nackt! Und dann hast du jemanden, der sich da so einen Tag vorher hingesetzt hat und er was gelernt hat und er macht ein Abi von 2,9. Der ist dann wohl besser. Na. Und einfach, ich finde einfach das, es wird einfach irgendwie viel mehr belohnt, dass stundenlang im Voraus sich vorbereiten und nicht diese Spontanität, die du aber wiederum später im Arbeitsleben brauchst. So gesehen, ja. Aber ganz ehrlich, wen möchtest du lieber in deiner Firma jetzt als hier um... Wobei ich hier mein BWL-Lehrer hat immer gesagt, ihr dürft es nicht auswendig lernen, ihr müsst es verstehen. Ja, und dafür musst du es vorher auswendig lernen. Ja, dachte ich mir auch die ganze Zeit. Ja, um es zu verstehen, muss ich überhaupt erstmal das gelesen haben und auswendig gelernt haben, um überhaupt zu verstehen, was ich da jetzt lerne. Zu wissen, beziehungsweise zu wissen, was ich verstehen muss. Nee. Naja, im BWL war ich auch am schlechtesten. Da habe ich irgendwie eine 4-, glaube ich, reingehauen, also Defizit. Wolltest du was sagen?
Nein. Okay. Ist immer seltsam, wenn du so still bist. Das irritiert mich. No. Du irritierst mich. Nee, aber wenn du mal so rein überlegst, wenn du für deine Firma anstellen willst, um da irgendwelche großen Verträge einzuholen. Derjenige, der das bloß hinkriegt, wenn er sich da 6 Monate vorher hinsetzt und da das ganze Gespräch quasi durchplant und auswendig lernt, oder der spontan das einfach kann? Ja. Weil irgendwie die Klausuren, es macht einfach überhaupt, insgesamt so alles, was du in der Schule machst, es hat überhaupt nichts von Spontanität. Ich meine, klar, man muss ja erstmal hinsetzen und man muss insgesamt hinsetzen und sich das irgendwie den Stoff verinnerlichen. Deswegen, ich kann irgendwo verstehen da mit den Klausuren, ne? Aber dass du wirklich teilweise nicht mal irgendwas lerntechnisch Überraschendes machen darfst. Was ich insgesamt einfach auch dämlich finde, dass man gar nicht, dass man gar nicht so richtig überhaupt auf den Beruf vorbereitet wird. Das kannst du auch einfach nicht, das ist nicht so das Problem. Ja, nur das Problem ist ganz ehrlich, die Leute, die einen Abschluss machen, wenn du wirklich ganz normal auf eine Realschule gehst, ne? Du hast ein Schülerpraktikum. Ein einziges. Und dann, ja, aber und dann du, sollst du herausfinden, welcher Beruf für dich gemacht ist? Ja, aber das ist auch irgendwie nicht das Ziel der Schule. Das Ziel der Schule ist es, alle auf ein Niveau zu bringen. Ja, aber man muss auch trotzdem irgendwie den Schülern zeigen, was es überhaupt für Möglichkeiten für die gibt. Ja, aber du kannst ganz ehrlich, Schüler... Ich habe auch so wenig Ahnung, welche Berufe es eigentlich alles gibt. Tja, das ist auch nicht ganz so viel, aber... Ich meine, im Grunde, wie willst du das anders machen? Ja, ich weiß, es gibt sehr viele Berufe. Ich meine, es ist nicht so viel, die man in der Regel so weiß. Ja. Aber ich meine, im Grunde... Ich meine, im Grunde ist doch eher die Frage, wie willst du es dann bitte schon machen? Willst du da wirklich, dass du da 10.000... Nee, aber vielleicht mal einfach mal einen richtigen Informationstag in der Schule auch mal einen vernünftigen. Und nicht nur so eben kurz beiläufig, wo dann sowieso die Schüler nicht mehr hinhören. Ja, aber auch, das sind aber die Schüler dann schuld. Ganz ehrlich, wenn die Schüler nicht hinhören, dann sind die Schüler ja schuld. Ja, aber ich meine nur... Ja, auch einfach wenn du dann so überlegst, ja schön hier, du versuchst alle Berufe, vor allem in der derzeitigen Welt, wo ja wirklich durchs Internet sehr viele neue Berufsgruppen aufgekommen sind, die kannst du gar nicht mehr alle, kannst eigentlich alle da irgendwie abarbeiten. Mhm. Da denke ich auch wirklich einfach, es sollte eigentlich jedem überlassen sein, was er da will. Und YouTuber ist auch ein Beruf. Ja, man sollte einfach auch selbst sich überlegen, was man später machen will. Ja, nur das Problem ist, wenn du nicht so, wenn du nur irgendwie 2 oder 3 Berufe kennst, was sollst du da groß machen, ne? Ja, aber du wirst ja irgendwas haben, was dir Spaß macht. Ja, klar. Und dann kannst du erstmal überlegen, kann ich irgendwas in der Richtung machen? Ja. Und wie sicher ist das, dass mir Spaß macht, dass ich damit später meinen Lebensunterhalt machen kann? Weil ansonsten kann man noch als Alternative, falls das nicht funktioniert, sich irgendwas suchen, wo er halt... was halt sicherer ist, aber dir dafür nicht ungefähr so viel Spaß macht. Mm. Zumal sowieso... Bei mir war echt das Problem, ich wollte echt mal mich über Manga-Counter erkundigen, weil ich meine, das ist ja auch ein Beruf und in Deutschland kann man den eigentlich quasi auch machen, weil... Ja, aber in Deutschland ist er so ziemlich tot. Ja, also bisher beziehungsweise noch gar nicht richtig aufgelebt, aber das Problem ist echt... Denkst du, man konnte mir irgendwie mal Auskünfte darüber geben? Jeden, weil er so gut wie tot, weil er überhaupt nicht existiert. Ja. Weil es gibt ja deutsche Mangakas und die gibt's auch richtig, gibt auch sogar echt Unterricht dazu. Ja klar, Unterricht gibt's zu jedem Scheiß. Ja, aber ich habe jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sagst, es gibt Unterricht dazu. Hochschule, wo ich war, ne? Wo ich Kunst, Kunstkurs hatte. Da gibt's auch einen Manga-Zeichenkurs. Ja klar, es gibt zu jedem Scheiß einen Kurs. Also das ist ganz ehrlich, nur weil es dazu einen Kurs gibt, ist das noch kein Grund dafür, dass es ein... Ja, nur das Problem ist, es ist ein Beruf. Ja klar, den man auch in Deutschland ausüben kann. Ja, du musst dir wiederum überlegen, wie viele sind derzeit in dem Beruf? Es gibt nicht so wenige deutsche Mangakas, es gibt sogar recht viele. Ja, aber wie viele... Du musst wiederum dir so überlegen, ist es rentabel, wirklich jedem Schüler zu sagen, ja, mach das? Nee, aber man kann es ja
Wenn sich ein Schüler darüber erkundigen möchte, muss man dem doch auch Auskunft geben können und nicht sagen, ja, pff, ja, du kannst dich aber nicht, wirklich auf jeden, das musst du jetzt auch mal wiederum da von der anderen Seite betrachten, du kannst ja nicht über jeden Beruf Bescheid wissen. Schatz. Ja? Wenn ich zu einer, zu einem Unternehmen gehe, wo die sagen, ja, ihr, wir beraten euch zu ihrer Berufswahl, dann erwarte ich auch, dass sie von ihrem Beruf Bescheid wissen. Ja, okay, wenn die wirklich darauf ausgelegt bin. Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass du da ja, wolltest, nicht von der Schule aus, von der dass die Schule dir sagt, dass da, oder nee, wenn du da jetzt zu deinem Lehrer hingehst, da sagen sie mir mal. Nee, ich meine natürlich nicht von der Schule aus, nur eben halt von so einem Unternehmen, wo ich extra war. Nur die hatten selber auch keine Ahnung. Nee, eben, aber ich denke einfach daher auch... Daher war die dann irgendwie so, dass sie das auch mal wissen sollten, wie sie überhaupt wissen, was das mit dem Begriff überhaupt was anfangen sollten. Der hätte es lieber Comic Artist oder sowas sagen sollen, ist dasselbe. Kennt die auch nicht! Das kennen die ja dann auch nicht, die Idioten. Ja, aber da auch einfach, wenn es wirklich... Synchronsprecher. Ja. Ja. Wissen zwar, was das ist, aber... Ja, das sind aber... ja, du weißt, was da einfach das Problem ist. Das sind nicht diese Ausbildungsberufe. Ja. Es ist meistens so Synchronsprecher oder sowas, das ist meistens nicht so diese Berufe, wo ich gehe jetzt in der Schule hin und die bringt mir bei, wie ich Synchronsprecher werde. Es gibt Synchronsprecher, aber ich meine, du gehst jetzt, es gibt einige Schulen, aber es ist einfach nicht so, es ist in der Regel wirklich die meisten Synchronsprecher, die kommen ja eher dann so vom Theater oder so. Ja, nur es ist eben halt, es gibt eben halt wirklich die einen... Ja, es gibt auch eine Schule für Game Design in Berlin. Also eine Uni für Game Design. Ja, es gibt... Aber auch beispielsweise halt Game... Wirklich, weil so gesehen, wenn du Synchronsprecher werden möchtest, musst du eben halt quasi auch wirklich auf eine Theaterschule gehen. Eben. Nur das muss doch ein... Das muss man mir doch wohl sagen können. Ja, an sich das sagen muss man, aber das ist... Das Problem ist, je quasi exotischer der Beruf ist, umso weniger Ahnung haben die und umso mehr solltest du eigentlich dazu dich bereit erklären, das selber nachzugucken. Ja, nur wo soll ich das dann nachgucken, wenn sowieso keiner mehr Auskünfte geben kann? Internet. Google. Und Google hat dann auch keine Ahnung. Und was mache ich dann? Bin ich am Arsch. Ja, es gibt ja schon meistens mal so Initiativen, wo dann einige versuchen, dann so zu bewerben. Es gibt ja auch einige Vereine, die dann quasi die Leute versuchen, in diese Berufe zu bringen. Ja, weil es eben halt so Berufe sind, von denen du noch nie was gehört hast. Ja, eben weil die im Aufbau sind, aber es sind halt einfach die exotischeren Berufe, ne? Und du kannst jetzt ganz, so mal wenn wir von der Schule zurückkommen, du kannst jetzt nicht darauf, kannst jetzt nicht verlangen, dass die Schule dich auf so einen Beruf vorbereitet. Nee, natürlich nicht, aber ich finde einfach, Schulen sollten mehr eben halt wirklich anbieten, dass eben halt wirklich mal so Leute von solchen Agenturen und sowas eben halt wirklich in die Schule kommen und mal ein paar Berufe vorstellen. Einfach nur mal so ein paar als Beispiel. Das finde ich einfach auch viel zu wenig. Ja, nee, das können weil die es wirklich machen. Ich glaube, alle 5 Jahre oder jedes Jahr ist ja hier immer so eine, also bei uns ist das zumindest hier in Wuppertal dann auch diese kleine Messe, wo ein paar Unternehmen dann ihre Berufe vorstellen. Nur das Problem ist, das sind dann immer nur Unternehmen und das sind eben halt dann nur solche Ausbildungsberufe auch und gar nicht so richtig so, bei denen man studieren muss. Und da ja klar, weil dafür gehst du dann zu den ganzen Veranstaltungen an den Unis. Ja. Ich meine, das Problem ist, wenn du nichts von den Veranstaltungen erfährst, ja, dann ganz ehrlich, da fragst du einfach mal einen Studenten, ganz ehrlich. Geh über den Campus, du findest damit einen Studenten. Ja, mich. Ja, Schatz, aber nicht jeder kennt einen Studenten. Ja, aber selbst nicht dann jeder Schüler kennt irgendjemand von der Uni, nicht ja, aber wenn du dann wiederum dann sagst ja so ein Beruf, wo ich studieren muss. Wo könnte ich wohl Informationen über einen Beruf, wo ich studieren muss, erfahren? Ja, gäbe es doch nur ein Gebäude, indem man Informationen über das Studieren ja, Schatz, gehst du extra in die Uni, um zu erfahren, welche Berufe bietet ihr denn hier an, die ich studieren kann? Ich war extra an der Uni, um zu erfahren, was für Berufe ihr anbietet, die ich studieren kann. Wir hatten extra einen Unitag. Ja, toll.
Schatz, ich habe von dem Unitag nur erfahren, weil ich sowieso mich ein bisschen erkundigen wollte über Lehrabend. Siehst du, bei uns war der direkt bei uns war das direkt. Also der ganze Tag, da war ja schon, sind wir alle hingegangen und dann da an der Uni konnten wir uns. Ja, aber das macht nicht jede angucken. Schule, Schatzi. Ja, unsere hat's gemacht. Ja, toll, eure. Aber ich finde einfach, sowas muss man dann mehr anbieten. Und da hat mich dann quasi ja, gut, wir waren auch einmal hier Uni Wuppertal diese Schnupperwoche, aber dadurch kriegst du trotzdem nicht so viel mit. Klar, weil es auch einfach einige Berufe gibt, die du selbst nicht mal dann irgendwie studierst oder die einfach aus anderen herausgehen. Ja. Wie beispielsweise Synchronsprecher ist ja einfach eine Unterart des Schauspielers. Na. Oder hier Politiker ist eine Unterart des Schauspielers. Ja. Ich habe gerade Sense 8 zu Ende geguckt und da ist ein Schauspieler und der meint hat, das Einzige, was ich kann, ist lügen. Oh, super. Deswegen muss ich gerade an Politiker denken. Ja. Naja, ich finde einfach, an Schulen muss mehr auch einfach mal über Berufe aufgeklärt werden, welche es gibt und so. Einfach nur mal ungefähr zeigen, welches Möglichkeiten es gibt oder einfach wirklich öfters mal wirklich mal einen Tag lang in so eine Agentur und dann, dass man sich da beraten lassen kann und alles. Bei uns konnten wir bei uns hatten wir sogar, okay, ich habe mich dafür nicht angemeldet, aber wenn ich gewollt hätte, hätte ich hier von der, hier direkt vom Arbeitsamt, ne? Ja. War da eine, die berät dich, was du werden willst. Die war dann sogar da, hat da etwas vorgestellt, aber ich hatte eigentlich keinen Bock. Ja, bei uns war dann auch einen Tag mal jemand da, toll. Bringt sehr viel. Bei uns war der da und danach konnten wir dann noch Termine so beantragen für ein persönliches Gespräch. Ja, so war es bei uns auch, aber trotzdem. Oder wir konnten dann auch, die haben uns dann auch gesagt, hier, ja, hier im Internet, da könnt ihr einen Test machen. Dann haben wir einmal einen Test gemacht, aber... sehr viel Auskunft hast du dann trotzdem nicht irgendwie gehabt. Ja, aber dann musst du auch irgendwie dann, du kannst so viel Auskunft geben, wie du willst. Sag mal, irgendwann ist gerade die ganze Zeit die Story, weil wir hier die ganze Zeit rumlabern. Ach, das war sowieso ein interessantes Zeugs. Die Kinder sind zurückgefährt, bla bla bla. Ja, irgendwie Kinder für Schule und Ausbildung. Bla bla bla, ja, von mir aus. Ich werde Arbeitsplätze schaffen und so, da ich kein Mitglied, Handelspolitik. Es geht größtenteils um die... Ich sage auch irgendwas Wichtiges. Ah. Werde Zeuge und Handel in Tanadan revolutionieren. Du findest uns bei den Sildi-Ruinen. Okay. Also es ging, glaube ich, größtenteils darum, es war halt hier die Kinder, sind ja in Tanadan sind ja sehr viele Flüchtlinge. Ach so. Und da waren ja wahrscheinlich die Kinder die ganze Zeit da so am Rumrennen und sonst was, ne? Mhm. Und die haben dann versucht halt die Kinder ein bisschen von der Straße wegzukriegen und der will den Handel revolutionieren und sowas. Okay. Aber die ganze Zeit eigentlich haben wir gerade die Story-Sequenzen übersprungen. Ich glaube, wir müssen auch langsam mal beenden, oder? Ich weiß nicht, warum du das gemacht hast. Hä? Ich wollte auch eigentlich irgendwas sagen und dann hast du mich unterbrochen. Ja, genau. Entschuldigung. Aber wir müssen uns mal wieder auf das Spiel konzentrieren. Ja, aber du sagst dann, ja, dann soll dann irgendjemand kommen und mir sagen, was ich machen kann und machen soll. Aber du kannst nur so... Man muss das ja niemand sagen, nur ich fände es einfach schön, wenn man mal ein bisschen mehr Informationen bekommen würde. Ja, zum Beispiel gibt's so eine, was hast du mit mehr Informationen bekommen? Das ist dann irgendwann Eigeninitiative und dann musst du dir selbst die Informationen suchen. Ja. Und das ist eigentlich im Grunde das, was die Schule dir beibringt, dass du dich selber über irgendwas informieren kannst. Ja, nur man muss mir erstmal beibringen, wie ich mich informieren kann. Und das wissen die meisten auch nicht unbedingt so gut. Ja, dann hast du in der Schule schon richtig. Du hast das Internet, mit dem du dich informieren kannst. Du kannst in die Bibliothek gehen, dich darüber informieren. Du kannst im Arbeitsamt gehen, dich da informieren. Du kannst Mama, Papa fragen, dich informieren. Ja, toll. Und wenn das alles nicht klappt, gehst du halt nach Hollywood. Ja. Musst du nichts können und kriegst Millionen. Solange du gut aussiehst. Nee, auch beispielsweise Game Design ist ja quasi, in Amerika kannst du wirklich so richtig Game Design studieren und alles und das ist ja ein florierender Beruf. In Deutschland ist er so gut wie tot. Hm. Es gibt, wenn du mal schnell ein Spiel anguckst, es gibt einige wenige deutsche Studios. Hm. Was schon echt schade ist.
Oder auch, ich hatte da zuerst mich ja so informiert, ob ich nicht Regisseur oder sowas werden kann, ne? Filme. Mhm. Es gibt bloß eine Universität in Berlin, an der du Film, glaube ich auch in Köln. Es gab auf jeden Fall eine Filmuni. Ich glaube aber die war in Berlin. Und die wollten da 800 Euro oder so im Semester. Nee. Doch 1000, nee, nicht 800. 1000 Euro pro Semester. Okay. Ah, ich bin betäubt. Also richtig schön viel. Das sind natürlich dann so Sachen, die kannst du dann so also relativ schlecht machen, aber es liegt auch größtenteils daran, guckt euch mal bitte schon die meisten deutschen Filme an, die im Kino laufen. Das ist totaler Bullshit. Sag ich was Comedy. Ist eigentlich immer dasselbe. Ja. Und immer mit denselben Türen, immer mit denselben Fratzen und derselben Story. So lustig teilweise Fuck You Goethe war, das Ende war so offensichtlich. Ach nee. Das ist immer. Und vor wir allem, werden sterben. Es ist ja dann nicht mal so das Schlimme, dass das Ende offensichtlich ist, ne? Warum bist du weggerannt, du hättest ihn töten können? Hallo? Hat sie mal angesehen, wie viel Leben ich noch habe? Ja, ist jetzt noch locker geschafft. Wieso? Ja, weil ich jetzt weggelaufen bin. Nee, das hättest du auch noch so locker geschafft. Nein. Oh. Das ist jetzt Level 9. Und du bist Level 11. Ja, trotzdem. Hast du gesehen, wie viel Schaden die mir gemacht haben schon? Hättest du das noch geschafft? Nein. Aber ja, ich glaube, wir sollen den Part langsam beenden. Ja, darf ich jetzt eben kurz erstmal das hier zu Ende machen? Okay. Die bemerken mich einfach nicht, bis ich das hier anfasse. Super, danke, sehr freundlich. Du Arsch, also hättest du mich auch schon vorher angreifen können, ey. Nein, ich will in keine freie Gesellschaft, goddammit. Echt nicht? Ja. Ja. Sicher? Ja. Freie Gesellschaft sind doch toll. Bist du in einer? Nein. Süße. Ich muss nur noch eine suchen. Gehen wir lieber zu was Lustigerem zurück. Ich bin bald wieder im Fernsehen. Na toll, warum das denn? Yeah. Das Seminar, was ich habe, wo wir Filme drehen, wo wir ein Magazin machen, für das ich quasi ganzes Modul von meinem Masterstudiengang wegkriege. Aha. Hör, das gibt 9 Credits. Was dann irgendwie, weil glaube ich der Master gibt insgesamt, ja, glaube ich. Was ist damit? Ihr macht jetzt einen neuen Film oder was? Wir machen wieder ein neues Magazin. Ich bin auch im August wieder im Fernsehen. Ja, toll. Das letzte Mal als Moderator. Toll. Wird gefeuert. Was ist das mit Gamescom? Ja, habe ich immer noch keine Ahnung. Hm. Ja, wir haben ein Special zu Gamescom machen. Ja. Aber derjenige, der sich darum kümmert, der war halt letzte Mal nicht da. Oh, toll. Ja, weil wir es verlegt hatten und der hatte da halt ja gerade keine Zeit und bla. Also wir haben es verlegt, weil es scheiße heiß war. Okay. Und das war echt besser, dass wir verlegt hatten, weil das war richtig schön kühl dann im Raum. Am Dienstag hätten wir uns total geschwitzt. Okay. So. Das wollte ich noch eben kurz machen. Deswegen habe ich da keine Informationen, aber... Oh mein Gott, ich kann jetzt Eis raus. Soweit ich weiß... Soll's ja laufen. Special hat auch schon Sendetermin und alles, also. Intelligenz, ne? Ja. Okay. So. Also, wenn euch dieser hitzige Part gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Wo wir die wichtige Story verpasst haben. Wo wir die wichtige Story verpasst haben. Abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 14. Keine Gespräche mehr über irgendwie Schule oder so. Okay. Bis dann. Bye. Bye.